So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema SAP Business Process Management. Ich werde Ihnen heute zeigen, wie Business Process Management im SAP-Kontext verstanden werden kann, welche Produkte es in diesem Kontext im SAP-Umfeld gibt, was genau Business Process Management kann, was genau die Einsatzszenarien an der Stelle sind und wie auch die Abgrenzung insbesondere zu anderen Prozess-, Workflow-Technologien in diesem Umfeld sein kann. Vor dem Start des Webinars noch einige organisatorische Hinweise. Die Unterlagen finden Sie wie gewohnt nach dem Webinar auf SlideShare, als auch das ganze Webinar auf YouTube. Wir haben auch weitere Webinartermine, auf die ich Sie hinweisen will. Insbesondere dort zum Thema, in den nächsten Wochen zum Thema IDM, Vorgehensmodelle zur automatisierten Rollenüberarbeitung, also wie Sie dort Ihre Berechtigungssteuerung ordentlich aufstellen können. Die Infos und die Anmeldung für weitere Webinare, auch zu unserem Thema, zum Thema Business Process Management, finden Sie dann auf ipsolution.de/Veranstaltung. Sie sind während der Präsentation stumm geschaltet. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, bitte einfach die Chat-Funktion nutzen und ich werde dann auf die Fragen gesammelt am Ende des Webinars eingehen. Noch ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Timo Scherer. Ich bin Solution Consultant im Umfeld SAP Business Process Management. Habe dort auch mittlerweile sehr viel Erfahrung in diesem Thema gesammelt und viele Kundenprojekte umgesetzt, habe also dort einige Erfahrungen, wie gesagt, gesammelt und kann dann auch Ihre Fragen im Nachgang gut beantworten. Noch ganz kurz ein paar Worte zur IB Solution. Was sind unsere Beratungsschwerpunkte? Wir sind insbesondere in drei Säulen aktiv. Das ist das Thema Business Intelligence zum einen, wo es also insbesondere um Reporting-Lösungen, Planungslösungen, Business Warehouse geht. Zum anderen die Säule Prozessoptimierung. Dort sind insbesondere Themen angesiedelt wie Identity Management oder auch Stammdatenmanagement oder eben auch das heutige Thema Business Process Management. Die dritte Säule unserer Beratungsschwerpunkte ist sozusagen die ergänzende Säule zu den anderen beiden Themen, an der Stelle die Technologieberatung, das heißt insbesondere mobile Anwendungen, aber auch Individualentwicklungen und unser Beratungsprodukt an der Stelle Argumento als Aufsatz für das ERP. Ja, wo sind unsere Standorte in Deutschland? Wir sind vom Hauptsitz her in Heilbronn vertreten, haben aber auch weitere Standorte in Deutschland, unter anderem in Neuss, in München und dann eben auch über Deutschland hinaus in der Schweiz und in Bulgarien. Ja, kommen wir zum Thema Business Process Management mit SAP. Weitere Agendapunkte heute, dann im Anschluss die Technologieübersicht. Ich will Ihnen ganz kurz zeigen, was dort alles bezogen auf Technologie möglich ist in diesem Umfeld, also in welchem Technologieumfeld wir uns bewegen. Anschließend auch ein paar Beispiele zeigen, ja auch Einsatzszenarien, eben die Abgrenzung zu anderen Themen, zu anderen Workflow-Technologien und Ihnen da nochmal ganz kurz auch am System was zeigen, wie da wirklich eine konkrete Umsetzung aussehen kann. Im ersten Schritt will ich darauf eingehen, was Geschäftsprozessmanagement eigentlich bedeutet, wie es auch im Kontext SAP einzuordnen ist, ja, und auch dann abgeleitet daraus, welche Technologien wir dort im Produktkatalog sozusagen zur Verfügung haben. Letztendlich besteht das Thema Geschäftsprozessmanagement aus zwei verschiedenen Ansichten. Der eine große Punkt, die eine Sphäre ist sozusagen das Thema Managementdisziplin. Letztendlich ist das Thema Geschäftsprozessmanagement stark Management getrieben, ja, wie auch der Name schon sagt.
Das heißt, Technologie ist an der Stelle zwar auch ein Aspekt, ist aber letztendlich nur ein unterstützender Aspekt. Und das Thema muss eben, wie gesagt, Management getrieben sein. Das heißt, insbesondere das Denken in Kreisläufen, das Denken in Prozessen, ja, das abteilungsübergreifende Denken. Und Technologie, wie gesagt, kann unterstützen, kann die Prozesse modellieren und sogar ausführen. Und das ist dieses Thema, ja, das heutige Thema. Das heißt, wie können wir die Prozesse technologisch dann abbilden, modellieren und ausführen? Diesen Kreislauf, den ich erwähnt habe, den kann man dort auch in sehr vielen Lehrbüchern finden. Das ist sozusagen dieser Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf. Dort sieht man, dass Prozessmanagement von der Strategie getrieben beginnt, also von der oberen Säule, getrieben ist letztendlich in Form von Unternehmenszielen, Unternehmensstrategien und daraus eben Prozesse abgeleitet werden, modelliert werden, in der Organisation implementiert werden, was nicht unbedingt mit Technik gleichzusetzen ist an der Stelle. Und eben eine der wichtigsten Säulen an der Stelle im Sinne des Kreislaufs, das Controlling, das heißt, die Prozesse, die man in der Organisation etabliert, implementiert, müssen eben auch kontrolliert werden, also überwacht werden, gesteuert, geplant, um sozusagen dann Erkenntnisse zu erzielen, die dann ja, das strategische Thema wieder bedingen bzw. dann beeinflussen. Das heißt, das kann wieder Einfluss haben auf meine Strategie, auf meine Kernprozesse, was muss ich tun, wo habe ich vielleicht Schwachstellen, wo habe ich Optimierungspotenziale und kann dort dann den Kreislauf von neuem beginnen. Wo genau kann nun Technik unterstützen? Technik kann eben weniger in dem strategischen Prozess mit unterstützen, aber mehr in dem Thema Entwurf, Implementierung und Controlling. Also das sind diese drei Aspekte, in denen wir durch Technik unterstützen können. Insbesondere das heutige Thema ist insbesondere stark in dem Thema Prozessimplementierung, aber auch teilweise Entwurf und Controlling. Da werden wir aber natürlich gleich drauf kommen. So, das Produktportfolio der SAP nennt sich dort SAP Intelligent Business Operations. Letztendlich stehen dort vier große Säulen im Mittelpunkt. Das eine ist das Thema Modellieren und Dokumentieren, Implementieren, Ausführen und entsprechend des Kreislaufs sozusagen auch die Process Visibility, das heißt eigentlich Reporting, Monitoring. Also wie bekomme ich Informationen über meine Prozesse? In dem Thema Modellieren und Dokumentieren hat die SAP dort eine Technologie, die nennt sich Power Designer, wo ich eben genau das tun kann, also Unternehmensarchitekturen abbilden, Datenmodelle, Prozessmodelle und eben meine Prozesse dokumentieren kann. In den Säulen Implement und Execute, also Ausführen und Implementieren, ist insbesondere des Produkts SAP Process Orchestration von Interesse und auch das Produkt, das es abdeckt und auch das Produkt, das wir heute in dem Webinar behandeln wollen, wobei innerhalb des Themas oder des Produkts SAP Process Orchestration nochmal zwei verschiedene Teilaspekte sozusagen verheiratet wurden. Das ist zum einen eben das Thema BPM und zum anderen das Thema Process Integration, das heißt zum einen das Thema BPM, das eben kein System-to-System-Prozess abbildet, sondern ein Human-Centric-Prozess, also einer, der auch Benutzer integriert. Und das Thema Process Integration ist sozusagen dann das Thema System-to-System-Prozesse, also eher dann im Sinne eines Enterprise Service Bus. Process Visibility ist das Produkt der SAP Operational Process Intelligence, basiert auf HANA und ist eben dort an der Stelle sehr mächtig, wenn es darum geht, Prozesse, die nicht unbedingt auch in SAP implementiert sein müssen, sondern Prozesse jeglicher Art eigentlich
ja, integrieren kann und mir darüber dann ja, darüber die Prozesse steuern kann und Reportings sozusagen dort erstellen kann. Das ist eventgesteuert, das heißt, ich kann beispielsweise Lagerverwaltung oder Lagersteuerung sehr einfach machen, indem ich zum Beispiel sage, wenn eine Ware das Lager ins Lager kommt, beziehungsweise das Lager verlässt, wird es gescannt und dieses Scanning kann sozusagen als Event dafür verwendet werden und dann eben überwacht werden, wie lange dauert zum Beispiel da jetzt so eine Verarbeitung von einem Paket und so weiter und so weiter. Wir wollen uns heute auf die Säule Implement und Execute, also insbesondere das Thema, wie gesagt, Sub-Process Orchestration und dort innerhalb des Thema Business Process Management anschauen. Ja, wie kommen wir dort von der Konzeption zum Prozess? BPM arbeitet an der Stelle mit einer standardisierten Notation. Das ist die sogenannte Business Process Model and Notation. Das ist eine standardisierte Notation, die nicht die SAP erfunden hat, sondern ja, mehrere Gremien sich darüber geeinigt haben, das zu standardisieren und das als Notation zu verwenden. Letztendlich hat es den Charme, dass wir aus allen diesen Produkten, die wir gerade auch in SAP, im SAP-Portfolio gesehen haben, dass wir dort die Modelle jeweils sozusagen exportieren und importieren können, das heißt Wiederverwendbarkeit schaffen an der Stelle und auch über das SAP-Produktportfolio hinaus. Wenn Sie andere Werkzeuge haben heute zum Prozesse dokumentieren und modellieren, haben Sie trotzdem, wenn sozusagen Sie das dann in der BPMN vorliegen haben, die Möglichkeit, das zu exportieren und auch direkt dann in die sozusagen in die Entwicklungsumgebung an der Stelle ja, zu importieren und dann auch relativ schnell sozusagen von der Skizze oder vom Dokument, vom dokumentierten Prozess dann zum ausführbaren Prozess zu kommen. Das ist eben an der Stelle, hat einen gewissen Charme, einfach ja, im Sinne der Wiederverwendbarkeit der Prozessmodelle über die gesamte Organisation hinweg. Die BPMN ist zudem sehr gut lesbar, das heißt, auch der Fachbereich oder mit dem Fachbereich zusammen kann man dort an der Stelle ja, relativ schön zusammen Prozesse modellieren, Prozesse dokumentieren und dann auch darüber einfach sprechen. In der Entwurfsphase, ja, ist das ungefähr der Prozess, den ihr auch heute auch lebt oder sieht er anders aus? Also da hat man einfach so ein bisschen auch die Kluft zwischen IT und Fachbereich so ein bisschen geschlossen auch mit der Notation. Ja, und ist wie gesagt an der Stelle auch die Notation im SAP Business Process Management. Ja, wie sieht die Notation aus für alle diejenigen, die diese Notation noch nicht kennen? Das ist hier ein Beispielprozess, wie sowas aussehen kann. Das heißt, man ist in sogenannten Lanes organisiert. An der Stelle jetzt von rechts nach links, das sind letztendlich organisatorische Einheiten, also das können Personen sein, Unternehmen, Abteilungen, Gruppen von Personen letztendlich, einfach um das Prozessmodell zu trennen. Und wer, also welche Gruppe oder welche Organisationseinheit sozusagen dort eine Aufgabe bekommt, beziehungsweise Aufgaben durchzuführen hat, ja, in dessen Lane werden dann sozusagen Aktivitäten platziert, miteinander verbunden, im Sinne des Ablaufs. Und dann ja, ist der Prozess dokumentiert und kann, wie gesagt, dann mit den entsprechenden Technologien auch ausführbar gemacht werden. Ja, was heißt ausführbar an der Stelle? Ausführbar heißt, wir haben innerhalb von SAP BPM zwei große zu unterscheidende Aktivitäten in diesen Modellen. Das eine sind automatische Aktivitäten. Das heißt, diejenigen, die, ja, wie der Name sagt, automatisch ablaufen. Letztendlich sind es Aufrufe in fremden Systemen meistens. Zum Beispiel ein Aufruf von einem Webservice oder von sonstigen Funktionsbausteinen. Also letztendlich eigentlich Systemkommunikation. Also das ist dieser Teil Systemkommunikation. Wir lesen aus Fremdsystemen oder wir legen etwas ab oder wir schreiben etwas in irgendwelche anderen Fremdsysteme. Der andere Punkt sind menschliche Aktivitäten, das heißt, dort bekommt eine Person, ja, oder eine Personengruppe eine Aufgabe, die es zu erledigen gilt. Zum Beispiel eine Genehmigung
oder eine Prüfung, eine fachliche Prüfung oder sogar eine Erweiterung im Sinne von der Antragsteller weiß zum Zeitpunkt des Antrags alle Informationen und die müssen vollständig werden. Ja, das ist sozusagen, sind sozusagen die zwei großen Unterscheidungen innerhalb des ausführbaren Prozessmodells. Das ist dann auch die Überleitung zu dem Thema Technologieübersicht. Das heißt, ja, welche Technologien haben wir an der Stelle zur Verfügung, beziehungsweise können wir dort einsetzen, um eben eine gewisse Flexibilität in dieses Prozessmodell zu bekommen. Wir haben jetzt gesehen hier im Prozessmodell, dass wir zum eine Möglichkeit haben, über Gateways, also über Entscheidungen letztendlich den Prozessfluss zu steuern. Das heißt, wir können sagen, in einer bestimmten Organisation muss zum Beispiel dieser Prozess anders laufen. Oder es gibt optionale Schritte in diesem Prozess. Und da hat die SAP auch nochmal eine Lösung dafür geschaffen, damit eben nicht das Prozessmodell geändert werden muss, sondern wir eine Flexibilität an einer anderen Stelle über Geschäftsregeln in das Prozessmodell reinbekommen. Das heißt, der erste Schritt, wenn wir jetzt in Richtung Ausführung denken, wir bekommen über in der ersten Linie Modellierung eine Transparenz in das Prozessmodell, eine Transparenz in die Prozesse. Das heißt, jeder hat eine Dokumentationsbasis, eine Argumentationsbasis zu sagen, ja, das ist genau der heutige gelebte Prozessablauf oder das ist eben nicht, weil häufig sind die Prozesse eben in den Köpfen der Mitarbeiter und nicht in, ja, in Papier gegossen oder in Technik an der Stelle. Und zum anderen bekommen wir dann, wenn die Prozesse ausführbar werden, natürlich nochmal eine extreme Transparenz rein, dadurch, dass der Benutzer an der Stelle genau weiß, wo im Prozess bin ich gerade, wer kommt nach mir, wer kommt vor mir. Und zum anderen natürlich die Transparenz im Sinne des Reportings. Also ich kann natürlich ganz genau erfassen, wie viele Prozesse werden gestartet, wie lang sind die Durchlaufzeiten, wo sind meine Probleme. Ich greife natürlich dann, wie wir vorhin, wenn wir jetzt uns vorhin nochmal den Geschäftsprozesskreislauf uns vorstellen, greifen wir natürlich dann direkt in die unteren drei Phasen ein, also in das Thema Modellierung, Implementierung und Controlling, sozusagen durch die Ausführung. Das heißt, wir müssen modellieren, ja, die Datenbasis letztendlich für die Ausführung. Wir müssen dann implementieren, das heißt ausführen. Das ist dann sozusagen, insbesondere betrifft es dann die Benutzer, die dort dann Aufgaben bekommen und dann eben das Controlling, ja, wo eben dann ja, letztendlich Reporting-Abteilungen oder wie man das auch organisiert, dann ja, die Daten analysieren können. Wir hatten von Benutzeroberflächen gesprochen. Letztendlich ist es so, dass wir mit der aktuellen Version von Business Process Management eigentlich alle Endgeräte und auch alle Oberflächentechnologien, die man sich vorstellen kann, unterstützt. Das heißt, es gibt also auch mobile Workflows, sozusagen mobile Prozesse dort an der Stelle, was kein Problem mehr darstellt, und eben auch verschiedene andere Technologien. Ein Beispiel habe ich mitgebracht. Man kennt das WebDynPro, wenn man im SAP-Umfeld unterwegs ist. Das ist sozusagen die Standardtechnologie an der Stelle. So sieht zum Beispiel der zentrale Arbeitsvorrat aus. Das heißt, wenn Sie im Prozess eine Aufgabe bekommen, dann haben Sie alle oder haben Sie diese Aufgabe eben in Ihrer Worklist. Das heißt, ja, sowohl diese eine als auch alle anderen Aufgaben, die Sie so aus verschiedenen Prozessen bekommen, und haben dort sozusagen Ihren zentralen Einstiegspunkt, um Ihre täglichen Aufgaben abzuarbeiten. So sieht diese Worklist aus. Ja, in Standardtechnologien, sage ich mal. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, an der Stelle dann zum Beispiel, ja, das so aussehen zu lassen. Also da ist man mittlerweile eben nicht mehr begrenzt. Das heißt, man kann sich seine Oberflächentechnologie an der Stelle aussuchen, je nach zum Beispiel Know-how im Unternehmen, je nach Strategie. Also es gibt auch Firmen, die setzen einfach auf Portale und also zentrale Portale mit zentralen Technologien. Ja, das ist an der Stelle auch kein Problem. Zudem
Wie gesagt, ist es auch ein Know-how-Thema. Also wenn man eben ja in einer bestimmten Technologie sehr viel Know-how im Unternehmen hat, macht es eben teilweise auch Sinn, dann sich für diesejenige Technologie zu entscheiden. Das Thema Geschäftsregeln. Ich habe es bereits angesprochen. Das Thema Geschäftsregeln, ja, gliedert sich eben ein, letztendlich in das Thema Geschäftsprozesslogik. Also das Thema Prozesslogik spielt eine große Rolle, insbesondere in Prozessmodellen, weil man kann ja in Modellen quasi die gesamte Logik modellieren. Wie gesagt, mit Gateways zum Beispiel, ja, oder auch mit anderen Elementen. Man kann aber auch im Sinne der Flexibilität, ja, sagen, wir halten einiges an Logik, die oft geändert wird, die flexibel geändert werden muss, eben außerhalb des Codes sozusagen oder des Modells. Und der Nutzen ist einfach an der Stelle, ja, dass wir den Prozessablauf flexibel ohne IT, ohne Transporte und ja, ohne großes Wissen letztendlich vom Fachbereich ändern können. Zudem ist es automatisiert und zentral verwaltet und eine eigene Rechteverwaltung haben wir auch. Das heißt, diese Geschäftsregeln, da ich komme in der nächsten Folie drauf, werden in Form von Entscheidungstabellen letztendlich abgebildet. Die kann man in Excel exportieren, durch Excel wieder importieren, kann die auch über eine Wertmaske pflegen. Das heißt, der Fachbereich kann da wirklich einfach seine Regeln ändern im Prozess, ohne dass dort IT benötigt wird, wie gesagt, und ohne dass wir dort ja, warten müssen letztendlich auch. Das heißt, wir haben Transparenz, wir haben Nachvollziehbarkeit, diese Regeln sind versioniert, können also auch quasi Änderungen werden sozusagen getrackt und können dann wieder zurückgerollt werden, beziehungsweise können auch über Kommentare dann einfach nachvollzogen werden. Das heißt, wir bringen halt eine extrem hohe Flexibilität und Transparenz in die operativen Prozesse, die ja neben der Automatisierung, durch die Automatisierung bekommen wir sozusagen auch schon Flexibilität und Transparenz. Ja, das Beispiel an der Stelle, das ist jetzt so die Webmaske, um eine solche Tabelle, ist jetzt hier eine Beispieltabelle, zu pflegen. Das heißt, man kann hier wirklich dann online Regeln entweder direkt ändern oder exportieren, importieren und dann einfach speichern. Und ab diesem Moment des Speicherns ist auch wirklich der operative Geschäftsprozess dann sozusagen ja, nach den neuen Regeln gesteuert. Hat also, wie gesagt, einen großen Charme, wird eigentlich versuche ich eigentlich oder versuchen wir an jeder möglichen Stelle zu etablieren, an der eben Regeln ja, häufig geändert werden oder eben ja, flexibel geändert werden müssen, auch wenn es vielleicht nicht so häufig an der Stelle vorkommt. Der nächste Agendapunkt bezieht sich auf mögliche Einsatzszenarien. Und dann eben auch ein paar Praxisbeispiele. Wir haben jetzt schon einiges darüber gehört, was BPM an der Stelle ist, wie es sozusagen in den SAP-Produktkatalog ja, eingegliedert ist, was wir dort auch, also welche Technologien wir verwenden können, was es letztendlich bedeutet. Ich will aber, wie gesagt, in diesem Agendapunkt darauf eingehen, was sind eigentlich so die typischen Einsatzszenarien und wie ist auch die Abgrenzung zu anderen Technologien. Letztendlich hat man im Unternehmensumfeld bezogen auf Prozesse verschiedene Herausforderungen. Das eine ist, was ist mit Nicht-Standardprozessen? Alles, was Best Practice ist, also Best Practice im Sinne von Unternehmensprozessen, was auch Out-of-the-Box-Lösungen letztendlich sind, ist abgebildet im SAP-Produktportfolio, auch in anderen Produktportfolios anderer Hersteller. Aber insbesondere in der Business Suite, im ERP, sind sehr viele Standardprozesse abgebildet, ja, teilweise auch durch Self-Service-Prozesse. Die sind nicht das Problem und auch nicht das typische Einsatzszenario von BPM. Das typische Einsatzszenario an der Stelle ist eher alles, was unternehmensspezifisch ist, alles, was flexibel sein muss und sich auch nicht an bestimmte, ja, sich an bestimmte Rahmenbedingungen an der Stelle hält.
Zum Beispiel, ich habe jetzt Beispiel spezifische Genehmigungsprozesse. Ich will aber nochmal in der nächsten Folie zeigen, was es bedeutet, sich nicht an spezielle Rahmenbedingungen zu halten. Unter anderem nämlich Grenzen zu haben. Typischerweise haben Prozesse in der Business Suite, also in ERPs, einfach bestimmte Grenzen, die man nicht einfach überbrücken kann. Zum Beispiel Endgerätegrenzen. Ja, dort mobile Endgeräte dort sozusagen ins Spiel zu bringen, ist eine große Herausforderung. Auch Systemgrenzen. Das Thema BPM, also die Sub-BPM, ist an der Stelle mehr eine Plattform, also eine Prozessorchestrierungsplattform, um Unternehmensgrenzen, Systemgrenzen, Applikationsgrenzen, letztendlich Prozessgrenzen zu überbrücken und die miteinander zu orchestrieren. Also es ist nicht unbedingt der Standard-Use Case zu sagen, wir lösen ERP-Kernprozesse ab, sondern wir schauen uns den End-to-End-Prozess an. Das heißt, wir heben den Prozess, den Kernprozess auf eine höhere Ebene, nämlich in BPM, und verheiraten sozusagen unseren Prozess mit den Vorläuferprozessen und den nachgelagerten Prozessen oder den vorgelagerten Anwendungen und den nachgelagerten Anwendungen jeglicher Art übrigens an der Stelle. Und schauen uns quasi den End-to-End-Prozess an und bilden den ab. Denn dann habe ich nämlich meinen End-to-End-Prozess zum einen automatisiert, aber wie gesagt, zum anderen eben auch an ihn dann auch reporten. Und ja, schafft dann, wie gesagt, an der Stelle eine riesige Transparenz und riesige Flexibilität in meinen Prozessabläufen. Also das sind, ja, man erkennt schon, das sind eben die typischen Einsatzszenarien. Das heißt, wir arbeiten nicht unbedingt mehr in der Business Suite, sondern wir arbeiten in Portalen, in Subnet-Niveau-Portalen zum Beispiel oder auch in anderen Portalen, und sind dort sozusagen dann nicht mehr, also man braucht dann auch keine Client-Anwendung mehr auf dem Desktop. Zum Beispiel. Man kann dort dann mit Web-Anwendungen arbeiten und kann auch dann zum Beispiel Standardtransaktionen vereinfachen. Also ich kann dort nur diejenigen Felder zum Zeitpunkt anzeigen einer Person, die dort sozusagen im Prozess im Moment dran ist. Diese Felder, die er dann zu diesem Zeitpunkt auch braucht, das heißt, ich habe dann auch eine Vereinfachung im Prozess, eine Vereinfachung im Prozessschritt und kann dort sozusagen auch Mitarbeiter ohne größeren Schulungsaufwand an diesem, ja, teilweise eben sehr komplexen Geschäftsprozess arbeiten lassen. Dritte Herausforderung an der Stelle, wie gesagt, wechselnde Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben oft eben globale Vernetzung, also mit Partnern, mit Lieferanten, mit Kunden. Das ist an der Stelle kein Problem. Häufig ändern sich Anforderungen, ja, vom Business. Die Prozesse sind meistens eben nicht starr, sondern ändern sich häufig. Und es muss eben auch eine gemeinsame Sprache geben zwischen IT und Business. Und all das ist sozusagen, alle diese drei Herausforderungen sind sozusagen in SAP BPM eingeflossen und ja. Dort findet man eben Antworten auf diese Fragen. Also, wie gesagt, Business IT Alignment vor allem eben über eine gemeinsame Sprache, auch über Anwendungen, wie zum Beispiel diese Geschäftsregeln, die wir vorhin gesehen haben, auch über Anwendungen, die einfach das Business auch bedienen kann. Und eben, wie gesagt, über eine Technologie, die eben verschiedene Systeme, verschiedene Unternehmen, verschiedene Anwendungen einbringen kann. Ich habe nochmal auf einer Folie zusammengefasst. Letztendlich sind die Einsatzszenarien einfach End-to-End-Prozesse, teilweise auch Standardprozesse, weil die dort eben meistens sehr kundenindividuell sind. Insbesondere formularbasierte Prozesse, das heißt alles, was heute papierbasiert durch das Unternehmen geht, ist ein perfekter Use Case für BPM-Prozesse. Einfach abzubilden, schnell abzubilden. Dann quasi ohne relativ großen Aufwand technologisch ausführbar. Das heißt, zum einen für den BenutzerInnen derselbe Einstieg sozusagen in den Prozess, dann gesteuert, wer bekommt die Genehmigungen. Das heißt, nicht mehr mit dem Formular dann zum Chef laufen und der hat Urlaub und so weiter, sondern ganz klar gesteuert mit Urlaubsvertretung auch, also
Ja, und dann eben zum Schluss, wenn dann eben zum Beispiel jetzt einen Urlaubsantrag stellen wir uns vor, auch wenn das nicht das beste Beispiel ist, aber letztendlich am Schluss dann die automatische Anlage oder Buchung des Urlaubs im letztendlichen ja, System und damit eben komplette Abbildung, damit eben auch Transparenz. Ja, nächster Use Case, wie gesagt, Genehmigungsprozesse aller Art, die halt sehr, ja, teilweise mehrstufig, teilweise optionale Schritte, abhängig von Wertegrenzen und so weiter, ist alles durch die Geschäftsregeln relativ einfach möglich. Ja, wie kann ein Praxisbeispiel aussehen? Was sehr häufig vorkommt in diesem Umfeld, sind ja, Bestellungen oder Beschaffungen ganz unterschiedlicher Art, also teilweise auch von Anlagegütern, aber teilweise auch einfach Sachmittel. Also letztendlich, ja, eine Eingabe von Bestelldaten, das heißt, der Benutzer hat einen Bedarf an der Stelle, er braucht Bürobedarf oder einen neuen PC oder ja, ähnliches, gibt die Daten ein, vordefiniert, wir definieren, welche Daten braucht er, welche Daten können wir vielleicht ableiten aus anderen Daten, die er angegeben hat. Ja, zum Beispiel, dann geht es an den Einkauf oder auch an die Führungskraft. Also dieser Ablauf kann natürlich ja auch getauscht sein. Und dann wird es geprüft und ergänzt, nach Genehmigung, dann automatisiert bestellt. Und dann ist die Bestellung wirklich, geht die wirklich raus sozusagen. Wenn man sich vorstellt, dass dieser Prozess auch papierbasiert sein kann, dann kann das durchaus, wenn Personen im Urlaub sind, ja, oder man eben Daten nicht ganz genau weiß und sich die erst aufwendig beschaffen muss über persönliche Gespräche, ja, kann eben so ein Prozess relativ lang dauern. Wenn man das abbildet, also aus der Erfahrung heraus, kann so ein Bestellprozess auch innerhalb von wenigen Stunden dann erledigt sein. Ja, was natürlich dann, wie gesagt, extreme Geschwindigkeits- und Produktivitäts Vorteil dann auch bringt. Wir vermeiden zudem, also wir bringen natürlich auch eine Qualität dann in den Prozess, weil wir vermeiden natürlich unkontrollierte Bestellungen, qualitativ ja, unvollständige Bestellungen. Ja, wir haben dann zum Beispiel, wie wir Qualität erhöhen, Wertehilfen. Also auf einem Formular hat man halt die normalen Textfelder, wo man irgendwas einträgt. In diese Oberflächen haben wir Wertehilfen, die direkt zum Beispiel aus den Fremdsystemen befüllt werden. Für Lieferanten zum Beispiel oder für Materialien. Ja. Und dann kann er eben nur diese auswählen, die auch valide sind. Und dadurch kommen auch nur qualitativ hochwertige Anträge zu den jeweiligen Genehmigungsstellen. Genau, und können das dann eben elektronisch weitergeben an die jeweiligen Backend-Systeme. Wir können uns auch andere Prozesse vorstellen, wie gesagt, ein Verkaufsprozess. Also wo zum Beispiel der Kunde in einer Shop-Lösung dann sozusagen Produkte bestellt. Ja, und dann eben nach der Bestellung sozusagen dieser Prozess, also zuerst quasi eigentlich nicht von intern getriggert, sondern von außen getriggert, dann losläuft und dann eben über intern, über die Kommissionierung und die Auslieferung dann sozusagen dann wieder ja, wir als Lieferant sozusagen stattfindet. Also das könnte jetzt zum Beispiel ein End-to-End-Prozess sein an der Stelle. Ja, gibt noch viele weitere Praxisbeispiele. Ich habe einfach mal ein paar aufgelistet. Ja, sowohl aus der Erfahrung heraus als auch aus Beispielen, die noch denkbar wären. Gibt eben ganz unterschiedliche Stellen, die wir eingreifen können in so einer Wertschöpfungskette. Das ist eben auch einer der Vorteile von BPM an der Stelle. Wir sind nicht auf den jeweiligen, also wir sind nicht auf den fachlichen Prozess in irgendeiner Weise angewiesen. Es ist eine Prozessplattform, die jeglichen Prozess abbilden kann. Egal, ob wirklich auch Logistik beteiligt ist oder ob es wirklich ein rein interner Prozess ist, um bestimmte Projekte anzulegen, zu genehmigen, um sonstige jegliche interne Prozesse, die heute eben ja nicht effizient oder eben problematisch ablaufen, abzubilden. Ja, und das hat eben auch nochmal den Charme. Ich habe halt relativ schnell dann die Möglichkeit, mit der Plattform eben auch mehrere Prozesse
abzubilden. Und dann ist es für die Benutzer auch immer mehr als Prozessplattform wahrzunehmen, weil sie ja dann immer mehr auch an die zum Beispiel diesen zentralen Arbeitsvorrat und so immer mehr gewöhnt werden und auch immer mehr damit arbeiten. Das heißt, ja, letztendlich dann auch ein Umdenken im Sinne von in Prozessen denken stattfindet. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch ganz gern zeigen, wie dort die Modellierung stattfindet, wie dort auch jetzt wirklich ein konkreter Prozess aussehen kann, ja, und wie dann auch der Ablauf für den einzelnen Benutzer letztendlich dann auch ist. Ich habe Ihnen dazu einen Beispielprozess mitgebracht. Sie sehen hier die typische Notation, die BPMN, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Wir haben jetzt hier einen Bestellprozess. Das ist ein sehr einfacher Prozess. Das heißt, wir haben einen Anforderer, der füllt seine Daten aus über die Bestellung. Wir haben einen ersten Genehmiger, eine Führungskraft zum Beispiel, seine Führungskraft, oder optionalen zweiten Genehmiger, der ins Spiel kommt, wenn bestimmte Wertgrenzen erreicht werden. Ich zeige Ihnen gleich die Tabelle, die Geschäftsregeln dazu und zu guter Letzt dann die Verbuchung der Bestellung in das Fremdsystem. Die Regel habe ich hier. Das heißt, Sie sehen, abhängig von der Kostenstelle und dem Wert der Bestellung, an der Stelle jetzt 10.000 Euro, also alles unter 10.000 Euro braucht keine zweite Genehmigung, alles über 10.000 Euro braucht eine Genehmigung. Ich habe jetzt an der Stelle für alle Kostenstellen dieselben Regeln hinterlegt. Wir könnten aber uns auch vorstellen, Bestellungen für andere Kostenstellen haben andere Wertgrenzen. Man könnte das auch auf einer Buchungskreisebene abbilden zum Beispiel oder eben ja noch granularer oder eben weniger granular. Also alles ist möglich an der Stelle. Das Schöne ist, ich kann eben direkt hier diese Werte ändern, das Thema sichern und ja, der Prozess läuft sozusagen dann ab dem Moment anders. Es gibt eben ja bestimmte Beträge, da muss eben dann eben nicht mehr nur die Führungskraft genehmigen, sondern auch ein Geschäftsführer oder ein Bereichsleiter oder ja, wie eben das Unternehmen organisiert ist. So, das ist der Beispielprozess. Wie kann jetzt der Prozess aus Benutzersicht ablaufen? Ich bin jetzt der Antragsteller. Wir haben hier jetzt ein Beispiel, das ist eben eine relativ einfache Maske, also die können natürlich auch viel komplizierter sein und auch mehr Informationen letztendlich darstellen. Wir haben jetzt hier einen Beispielprozess, wo ich erstmal auswähle, auf welche Kostenstelle will ich bestellen, welches Material will ich auch bestellen, wie viel will ich bestellen. Und dann kann ich eben meine Bestellung sozusagen vervollständigen, bekomme dann einen Gesamtwert und abhängig von diesem Gesamtwert, wie gesagt, erfolgt dann auch die Ermittlung der Genehmiger. So, mein Prozess wurde gestartet. Jetzt bin ich als Antragsteller letztendlich erstmal raus aus dem Prozess. Vielleicht werde ich dann später wieder eingebaut im Sinne von Benachrichtigungen. Zum Beispiel, Ihre Bestellung wurde abgelehnt. Ja, oder Ihre Bestellung wurde genehmigt und angelegt mit Nummer XY oder solchen Geschichten. Also man kann dann wieder ins Spiel kommen im Prozess. Oder eben auch dann, wenn jemand ablehnt, kann man sich auch vorstellen, dass die Person, also der Antragsteller, eine erneute Aufgabe bekommt, um das dann zu überarbeiten. Wäre auch eine mögliche Option. Letztendlich bin ich hier aber jetzt fertig, wenn wir uns den einfachen Prozess vorstellen. Und jetzt kommt der Genehmiger ins Spiel. Wir sehen hier den sogenannten zentralen Arbeitsvorrat, den wir vorhin schon gesehen haben in der Präsentation. Ich habe jetzt hier eine Aufgabe bekommen, muss also die Anfrage genehmigen. Wie gesagt, alle Aufgaben aus allen Prozessen tauchen hier auf. Also das ist jetzt kein Arbeitsvorrat für einen Workflow, sondern wirklich für alles. Man kann diesen Arbeitsvorrat auch integrieren mit anderen Technologien, mit anderen SAP-Technologien, also auch, dass die Business-Workflows oder auch ja, die Self-Services sozusagen dann im zentralen Arbeitsvorrat auftauchen, damit wirklich alle ja, Aufgaben an einer Stelle letztendlich bearbeitet werden können. Ich schaue mir die Anfrage jetzt an. Ist jetzt auch relativ einfach gehalten.
was wir dort an Informationen bekommen. Das hat den Grund, dass diese Genehmigung und auch die Antragstellung, sieht man hier auch relativ einfach, dass die für mobile Endgeräte geeignet sind. Also wir können jetzt diesen Prozess und die Genehmigung auch über mobile Endgeräte geben. Das heißt, der Abteilungsleiter oder derjenige, der das genehmigen muss, bekommt eben auf sein Handy dann eine E-Mail. Ja, du hast eine neue Aufgabe in deinem Arbeitsvorrat und ja, bitte genehmigt die doch, und dann kann er das eben direkt genehmigen. Ich genehmige diese Aufgabe jetzt und damit verschwinde die auch aus meinem Arbeitsvorrat. Genau, keine offenen Aufgaben mehr übrig und der Prozess, ja, ist jetzt zu Ende. Die Bestellung wurde angelegt und jetzt können wir uns, wie gesagt, noch ja, Benachrichtigungen vorstellen oder eben, wenn er jetzt gesagt hätte, ablehnen, ja, dann hätten wir uns eben auch noch andere Szenarien vorstellen können. Man kann diese Aufgaben auch mit Fälligkeitsdatum versehen, das heißt, Eskalationsbehandlung ist dort das Stichwort. Das heißt, man kann ganz klar festlegen, wie lange haben bestimmte Personen Zeit, um Aufgaben zu bearbeiten, und kann eben dann sagen, okay, wir senden jetzt nur Erinnerungs-E-Mails oder wir brechen sozusagen diesen Prozess ab, weil er eben bestimmte Objekte zum Beispiel zu lange sperrt oder einfach zu lange braucht oder ähnliches, und ja, geben die Aufgabe weiter an bestimmte Personen oder wie auch immer dort die Eskalationsbehandlung letztendlich aussieht. Also auch das ist an der Stelle kein Problem. Es gibt ja auch Vertreterregelungen, das heißt, ich kann Vertreter definieren. Also hier kann ich, bei ich vertrete, kann ich sehen, wen ich gerade vertrete, und bei meine Vertreter kann ich festlegen, wer darf mich vertreten, wer darf meine Aufgaben ja, abarbeiten. Das heißt, man kann sich dort eben dann auch im Sinne des Urlaubs und Krankheitsfalls, ja, gibt es dort eben keinen Bruch im Prozess, sondern kann ganz normal weitergehen, wenn man dort eben seine Vertreter Regeln schön und ordentlich pflegt. So, die Demo haben wir gesehen. Jetzt ist es an der Zeit, um auf Fragen einzugehen, falls es welche gibt. Ich schaue mal, ob wir an der Stelle Fragen bis jetzt haben. Bisher keine Fragen. Von daher darf ich mich für Ihre Teilnahme und auch ja, Ihre Zeit an der Stelle bedanken. Ich hoffe, ich habe einen ganz guten Überblick gegeben über die Möglichkeiten mit SAP Business Process Management an der Stelle, auch die Abgrenzung. Wenn Sie doch noch Fragen haben im Nachgang, können Sie das gerne dann ja, per E-Mail an uns senden, und ich würde dann die Fragen sozusagen dann auch noch nach dem Webinar gerne beantworten.